Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und heute habe ich wieder was Feines für euch. Und zwar ist es nicht nur fein, sondern es ist auch lang. Wir haben heute eine Kunden-Stretch-Limousine hier. Ganz schön langes Gerät. 8,4 Meter. Das ist schon verdammt lang. Basis ist ein Lincoln Town Car, 4,6 Liter mit 213 PS. Das ist jetzt ein 2002er Baujahr hier. Die haben sie eine gewisse Zeit lang dann immer umgebaut und haben im Endeffekt einfach zwischen hier vorne zwischen die Tür und hinten durchgesägt. Dann haben sie die mit Stahlträgern verstärkt und haben halt im Endeffekt hier dieses ganze Mittelteil dazwischen gesetzt. Sieht man auch nicht jeden Tag. Müssen wir jetzt ein paar Arbeiten dann durchführen an dem Auto. Ich zeige hier mal von außen. Von außen ist sie, klar, das Ding ist ein Hingucker, natürlich in der Länge und sowas, das siehst du auch nicht jeden Tag. Aber von innen, zeige ich euch gleich, von innen ist noch mal geiler, weil das hat man noch nie gesehen. Also außen, halt dieses typische Limo, das Stretch-Limousin-Design. Wir haben halt oben dieses geile schwarze Dach und das, merkt man auch, das ist kein Stahldach, sondern das ist halt im Endeffekt so ein Cabrio-Stoff. Damit ist ja das ganze Dach gemacht. Macht die ganze Bude unfassbar edel, weil halt, wenn ihr euch jetzt vorstellt, das wäre jetzt auch noch ein weiß lackiertes Dach, dann wäre das nicht so luxuriös und so exklusiv. Wir haben dann hier diese Leuchten, die ihr natürlich jetzt nicht leuchten sehen könnt, weil es einfach sonnig ist und viel zu hell. Aber wenn ihr das im Dunkeln seht, das sieht schon edel aus. Also das macht das Ding schon ziemlich geil. Ich zeige euch mal, ich gehe mal mit euch rum eben. Also ich glaube, Motor und Technik ist bei dem Auto eher uninteressant. Aber die wurden halt umgebaut und die laufen unfassbar lange. Also die kann man heute auch noch kaufen, diese Stretch-Limousinen, in einem gebrauchten Zustand. Das ist jetzt ein 2002er Auto, weiß ich gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Dann haben die alle teilweise 180, 200.000 oder noch mehr auf dem Tacho. Muss man immer gucken, ob das Meilen oder Kilometer sind, ob schon jemand umgerechnet hat. Aber die Dinger laufen unfassbar lange. Zeige ich jetzt einfach mal den Innenraum. Ich habe natürlich keinen, der mir die Tür aufmacht und mir jetzt hier den Einstieg gewährt, aber mache ich einfach mal selber. So, Innenraum. Innenraum, achso, ich drehe mal hier hinten Radio runter, kann ich ja, ich habe die volle Kontrolle. Und Tür mal hier auch mal zu. Hier drinnen ist es natürlich abgedunkelt. Wenn du natürlich als VIP hier mit durch die Gegend fährst, dann soll dich natürlich keiner sehen. Wir haben so Kleinigkeiten hier. Und zwar sind überall so Lichtbänder. Hier oben kann man das jetzt sehen mit dem Farbwechsler. Das ist natürlich im Dunkeln noch mal geiler. Wir haben halt hier oben die Lichtbänder. Dann ist hier ein Sternenhimmel, der sich entsprechend auch immer mit verfärbt und verändert. Dann haben wir hier eine Bar, die jetzt hier, weil der Kunde natürlich, also der fährt damit natürlich jetzt nicht jeden Tag zum Supermarkt und fährt einkaufen und der fährt damit auch nicht in Urlaub. Deswegen ist natürlich diese Bar jetzt nur mit leeren Gläsern bestückt. Aber ihr müsst immer eure Vorstellungen ein bisschen spielen lassen und wenn ihr jetzt vorstellt, man sitzt jetzt hier mit seinen Freunden drin und hat ein bisschen Musik an und fährt damit durch die Gegend, das macht schon Laune. Genau, Bar. Ist halt geil, dass sowas alles in so einem Auto drin ist, ne? Klar, da kannst du jetzt hier, ich habe jetzt hier mein Champagnergläschen, das nehme ich jetzt hier mal raus. Dann gibt es halt hier 1000 Möglichkeiten, wo ich sowas hinstellen kann. Da kann ich einen schönen Whisky reinmachen. Das ist schon nicht schlecht. Und dann halt, wie das damals so war, dann hast du halt hier eine schöne Bank. Kannst halt hier schön lang drauf sitzen. Du hast halt hinten
zwei normale, im Endeffekt die normalen Sitze, die halt früher in dem Heck drin waren. Man sieht auch von innen jetzt. Hier ist quasi, wenn wir hier die Linie runtergehen, ist quasi das reguläre Heck vom Ursprungsauto. Und das ist halt jetzt, was ich gerade gezeigt habe, dieser lange Teil, den sie einfach da reingebaut haben. Hier auf der Seite gibt es halt keine Sitzbank, sondern diese geile L-Couch oder dieses geile L-Polster. Da hat man halt richtig Platz drauf. Also ich sitze auch hier unfassbar angenehm. Also hier könnte ich es mir gut gehen lassen. Es geht schlimmer. Und wir haben hier oben noch eine ganze Bedieneinheit, wo ich halt ganz viel. Erstmal habe ich natürlich Musik. Ich kann jetzt hier ein bisschen Musik aufdrehen oder Radio aufdrehen. Klar, die klassischen Knöpfe. Was sehr cool ist: Roof. Das heißt, wir haben hier das Schiebedach. Das kann ich halt auf und zu machen. Das ist das eine. Und wenn ich jetzt aber. Wenn ich jetzt hier sitze und möchte jetzt, weiß ich nicht, irgendwas machen, wo mich mein Fahrer, so ein Auto, kann er nicht selber fahren und hinten drin sitzen gleichzeitig, das geht ja nicht. Da brauche ich einen Fahrer für und der hat mich natürlich immer im Auge, da vorne durch den Rückspiegel. Und wenn ich das aber jetzt nicht mehr möchte, dann kann ich einfach sagen, hör mal, jetzt ist mal Sendepause. Und ich bleibe mal hier hinten für mich. Und dann bin ich komplett abgedunkelt, wie mir das so passt. Und dann kann ich hier hinten so viel Champagner in mich reinschütten, wie ich das möchte, ohne dass mich einer sieht. Also von innen schon geil. Ich habe natürlich diese ganze Bedienkonsole. Also ich habe da noch mehr. Ich kann natürlich dann hier klar die Klimaanlage steuern. Dann habe ich hier noch Möglichkeiten, Licht an- und auszumachen, ich kann die Bar an- und ausmachen, da kann ich ganz viel rumspielen. Aber vom Grundsatz, jetzt ist gerade eine Wolke da, jetzt sieht man noch mal ein bisschen mit etwas mehr Dunkel draußen. Also so eine Ansicht ist schon edel. Kann ich mich dran gewöhnen. Fahrer, wir können noch los. Ich zeige euch noch mal eben vorne. Wie gesagt, vorne ist jetzt weniger interessant und weniger spannend, aber ich zeige es euch natürlich trotzdem einmal. Wenn ich euch jetzt nur diesen Teil hiervon zeigen würde und würde euch jetzt, quasi würde nur von hier filmen und würde nur das Cockpit zeigen, würdet ihr, bis auf die vielen Knöpfe, jetzt nicht davon ausgehen, dass auf einmal das Ende dieses Autos so lang ist, dass da jetzt nochmal ein paar Meter kommen. Also hier, Cockpit ist relativ normal. Standard Cockpit. Der hat jetzt auch hier erst 148.000 Kilometer gelaufen. Ich habe aber hier, wenn ich noch wichtige Geschäftstelefonate führen muss, dann kann ich das hier während der Fahrt natürlich machen. Das ist überhaupt kein Problem. hier fehlt sogar der Beifahrersitz. Das hat, ich vermute mal, das hat auch irgendeine TÜV-technische Bewandtnis, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Irgendeinen Grund wird es haben. Aber so ist das ansonsten. Ich habe hier vorne nochmal dieses ganze Bedienelement. Da ist alles nochmal zu sehen. Und da unten ist natürlich Musik. Ich muss natürlich hier digital voll gut unterwegs sein, wenn man hier Leute fahren will. Da habe ich hier und ich kann von vorne natürlich. Ich habe natürlich alle Möglichkeiten, die ich hinten auch habe, habe ich vorne auch. Wenn ich jetzt der Fahrer bin und habe jetzt einfach keinen Bock, die da hinten zu sehen, dann mache ich einfach hier vorne das Ding auf und wieder zu. Und dann habe ich hier vorne Ruhe im Karton. Also eine Stretch Limo, ein sehr geiles, außergewöhnliches Auto. Wie gesagt, wie ich das jetzt in den letzten Videos immer gesagt habe, im Moment haben wir ganz, ganz viele von so außergewöhnlichen Dingern. Deswegen will ich euch die alle zeigen. Ja. Was kann ich am Ende nochmal zusammenfassen? Stretchlimousine, fast 800 Meter lang, 4,6 Liter Hubraum, 213 PS. Das ist die technische Seite und ansonsten ganz, ganz viel Schnickschnack hinten drin. Das war unser Video zu unserer Stretchlimo. Ich möchte nochmal daran erinnern, wir
Wir steuern immer mehr auf die 1000 Abonnenten zu. Wenn wir die 1000 haben, dann habe ich einen Knaller für euch. Deswegen lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.